Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch das Thema Fritzbox vorstellen. Viele von euch haben vielleicht genau dieses oder ein beliebiges anderes Modell aus der Fritzbox-Reihe von AVM und möchten mehr darüber erfahren, was die Fritzbox noch so alles kann. Ich habe mir genau deswegen auch dieses Thema rausgesucht, weil einerseits die Fritzbox oder die Modelle oder die Modellreihe der Fritzbox extrem weit verbreitet ist in deutschen Privathaushalten. Unter anderem deswegen, weil sie wirklich ein echt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und zum anderen wirklich viele Funktionen mit dabei sind, die gerne auch mal über die Bedürfnisse von Privathaushalten hinausgehen. Auf der anderen Seite habe ich mir das Thema rausgesucht, weil viele ihre Fritzboxen nur im Auslieferungszustand betreiben. Also sprich, vielleicht grundlegend die Sachen durchgeführt haben, die in der Schnellstartanleitung drinstehen, aber sonst darüber hinaus nicht viel an Konfiguration vorgenommen haben. Und genau da sehe ich Optimierungsbedarf. Denn im Regelfall ist es so, dass die Fritzbox zwar von Haus aus schon sicher eingerichtet ist, aber nach oben hin deutlich mehr möglich ist. Zum anderen ist es auch so, die Fritzbox bringt viele Funktionen mit, die viele Anwender gar nicht kennen und gar nicht wissen, dass es da was gibt, was man nutzen und konfigurieren kann. Und zum anderen viele Möglichkeiten, die Fritzbox an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, also Einstellungen nach den eigenen Bedürfnissen hin zu optimieren, wird oftmals auch nicht vorgenommen. Deswegen, wir wollen heute jetzt weg vom Standard. Wir wollen eigene Definitionen festlegen, die Fritzbox so konfigurieren, wie wir das für richtig halten. Und dazu soll dieses Video dienen. Bevor wir ins Klein-Klein gehen, würde ich sagen, vielleicht noch der Hinweis, dass eine Fritzbox wie diese, man spricht ja gerne in diesem Kontext davon, es handelt sich dabei um einen Router. Viele sagen auch WLAN-Router beispielsweise dazu. Die Bezeichnung ist fast ein bisschen irreführend und wird diesen Geräten gar nicht gerecht, denn da steckt deutlich mehr Technik drin als einfach nur ein Router. Denn einerseits, man braucht ein Modem, um überhaupt die Verbindung mit dem Internet herstellen zu können. Dann der Router, klar, die Verbindung zwischen dem internen und dem externen Netz. Viele Fritzboxen, zum Beispiel auch wie diese, haben Funktionalitäten, die teilweise ja in den Funktionsbereich von Switchen oder von Hubs ja, hineinreichen, also sprich die Verteilung innerhalb von einem Netz vornehmen. Und was natürlich auch gerne vergessen wird und aber auch ganz zentraler Bestandteil von Fritzboxen ist, das Thema Telefonie. Im Regelfall ist eine Fritzbox eine echte Telekommunikationsanlage mit echt vielen Möglichkeiten, über deckt beispielsweise Telefone anzuschließen oder auch ganz normal die alten analogen Telefone. Deswegen, ja, das Ding einfach nur Router zu nennen, ist vielleicht ein bisschen kurz gegriffen. Multifunktionsgerät wäre schon treffender. Eierlegende Wollmilchsau wäre eigentlich fast sogar der beste Begriff dafür. Ja, in diesem Video geht es primär zwar um die Fritzboxen als solche, aber nichtsdestotrotz die grundlegenden Informationen und viele Sachen, die ich dann auch in den Videos vorstellen möchte, sind auch auf Geräte anderer Hersteller übertragbar. Also viele Funktionen gibt es in einer ähnlichen Art und Weise auch bei anderen ja, Gerätherstellern. Und das generelle Vorgehen, was ich auch mit vorstellen möchte, ist da auch ja, bei anderen Geräten anwendbar. Dieses Video hier ist jetzt nur der Start einer kleineren Reihe. Und ich möchte mich jetzt in Etappen immer weiteren Themen widmen. Und in diesem Video, und damit möchte ich die Vorrede langsam auch beenden, soll es in erster Linie darum gehen, die optimale Fritzbox für einen selber zu finden und einen Überblick zu bekommen, was gibt es eigentlich, worauf muss ich achten, was habe ich einmal im Anschluss vorliegen und was heißt das eigentlich dann genau, welche Fritzbox ist dann die ideale. Ihr seht es jetzt hier schon links neben mir, dort habe ich ein paar Modelle mitgebracht, das sind alles welche, die ich selber besitze, beziehungsweise Leihgeräte, die mir vom Internetanbieter zur Verfügung gestellt wurden und auf deren Basis wollen wir jetzt beginnen, uns dem Thema Fritzbox zu nähern. Ich baue jetzt etwas um. Wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß! Vor der eigentlichen Endgerätewahl sollte man sich allerdings noch eine weitere Frage stellen, nämlich die: Möchte ich das Endgerät überhaupt vom Internetanbieter meiner Wahl haben oder möchte ich mich selber darum kümmern? Das Ganze ist seit August 2016 möglich und jeder hat sicherlich schon mal oder viele haben sicherlich davon mal gehört, unter dem Schlagwort Routerfreiheit wurde da eben ein Gesetz verabschiedet, das es den Kunden ermöglicht, eben das Endgerät frei selbst zu bestimmen und nicht mehr die Zwangshardware des Internetanbieters zu verwenden.
Die Entscheidung hierüber muss natürlich jeder selber für sich abwägen. Ein paar Gedankengänge dazu sind aber vielleicht die folgenden. Für den Kauf oder das Leihen der Hardware des Anbieters spricht, dass es natürlich viel bequemer ist, wenn man alles aus einer Hand beziehen kann. Also ich schließe jetzt beispielsweise wieder bei 1&1 meinen Internetvertrag ab und beziehe darüber auch gleich ein passendes Gerät. Das ist viel einfacher, ich muss mich nicht drum kümmern, wo bekomme ich sonst noch Fritzboxen her, wo ist vielleicht der günstigste Preis, noch im Internet recherchieren, beim Mediamarkt und was es sonst noch so alles gibt, entfällt alles. Ich beziehe das direkt bei beispielsweise eben 1&1 und bekomme direkt das Gerät von denen zusammen mit den Vertragsunterlagen zugeschickt. Das ist sehr bequem und hat auch darüber hinaus den Vorteil, man muss sich im Normalfall auch keine Gedanken machen, ob das jeweilige Endgerät zu dem eigenen Anschluss passt. Denn wenn ich einen DSL-Anschluss beispielsweise bestelle, kriege ich auch nur ein DSL-Modem und kein Kabelmodem dazu geschickt. Also solche Inkompatibilitäten sind da nahezu ausgeschlossen. Auf der Gegenseite gibt es natürlich auch ein paar gewichtige Argumente. So ist es zum Beispiel so, dass ich, wenn ich die Hardware des Anbieters benutze, oftmals auch eine angepasste Firmware miterhalte. Sprich, das bedeutet, in die Funktionalitäten und in die Oberflächensteuerung der Geräte kann mitunter eingegriffen werden. Es war jetzt beispielsweise früher so gewesen, vielleicht ist es aktuell auch immer noch so, dass die Fritzboxen von den Kabelkunden bei, damals Kabel Deutschland hieß es noch, jetzt ist es ja Bestandteil von Vodafone, dass bei diesen Geräten die Firmware dahingehend beschnitten wurde, dass die Funktionalität, das TV-Signal im Netzwerk zu verteilen, beschnitten wurde. Also diese Funktionalität konnte die Fritzbox grundsätzlich hardware-seitig. In der freien Firmware war diese Funktionalität auch verfügbar. In der Firmware allerdings, die von Vodafone oder damals Kabel Deutschland verteilt wurde, wurde dieses Produkt oder dieses Leistungsmerkmal einfach entfernt. Und auch hier ist ein Pferdefuß dann im Prinzip drin. Viele Anbieter eröffnen sich dadurch die Möglichkeit, diese bereits vorhandenen Features einfach gegen zusätzliches Geld freizuschalten. Da komme ich auch gleich nochmal dazu, wenn ich dieses ganz normale, einfache Standardmodem erkläre. Da haben wir nämlich genau so ein Beispiel. Also im Hinterkopf immer mit behalten, die Firmware von so einem gemieteten Gerät, was jetzt vom Anbieter sozusagen ein Branding bekommen hat, kann unter Umständen leistungsmäßig vom Funktionsumfang, von den Oberflächen und so weiter entsprechend angepasst, im Regelfall dann auch eingeschränkt sein. Darüber hinaus gibt es noch den Punkt, der mir ebenfalls sehr wichtig ist, wenn es darum geht, die Firmware überhaupt zu verteilen. In dieser Firmware stecken ja nicht nur Funktionalitäten und Steuerungsgeschichten drin, sondern es sind auch Sicherheitsupdates, die mitunter darüber verteilt werden. Und im Regelfall ist es so, dass Geräte, die vom Internetanbieter der Wahl gemietet oder ja, übernommen wurden, dass bei denen die Firmware später verteilt wird, als bei den Geräten ohne Branding. Im schlimmsten Falle kann das halt bedeuten, dass ein Sicherheitsupdate, was jetzt von AVM direkt sofort verteilt wird, möglicherweise erst Wochen oder Monate später auf den gebrandeten Geräten von 1&1 und Vodafone und wie sie alle heißen, verteilt wird. Mitunter hat man, wenn es ganz schlimm kommt, eben über längeren Zeitraum eine klaffende Sicherheitslücke, die bis dahin noch nicht geschlossen ist. Als dritten und letzten Punkt möchte ich gerne noch das Thema Geld ansprechen. Hierbei gibt es die zwei Varianten. Ich leihe mir das Gerät direkt vom Anbieter und zahle dafür monatlich einen bestimmten Grundpreis, der je nachdem, was es für ein Gerät ist, entweder gar nichts kostet, dann habe ich aber nur das einfache Standardmodem, was im Grunde nicht wirklich viel kann. Oder ich benutze das WLAN-Modem, dann zahle ich, glaube ich, 2,99 für die Mittelklasse Fritzbox 4,99 und für das Spitzenmodell 5 oder 6,99 €. Die Preise variieren mitunter, aber im Grunde bedeutet es eines, ich leihe mir das Gerät für die Vertragslaufzeit und entrichte dafür eine Leihgebühr. Am Ende der Vertragslaufzeit muss ich das Gerät dann auf eigene Kosten zurückschicken. Bei der Variante, wo ich mir selber die Fritzbox kaufe, habe ich natürlich gar keinerlei Mietgebühren. Ich muss allerdings den kompletten Betrag für die Fritzbox auf einmal entrichten. Das sind je nach Modell vielleicht so 130 Euro aufwärts. Die Spitzenmodelle fast ein ganzer Hunderter mehr noch. Aber nichtsdestotrotz, der Unterschied ist der, am Ende der Vertragslaufzeit gehört die Fritzbox weiterhin mir. Und man kann ja mal
eine kleine Milchmädchenrechnung aufmachen und einfach mal überschlagen, wie lange oder wie viel Geld kostet mich denn die Fritzbox, wenn ich sie leihe, über einen Zeitraum von beispielsweise 5 Jahren. Denn so lange hat man auch Garantie auf das Gerät. Und dann wird man feststellen, da geht jede Menge Geld drauf, dass man sich am Ende die Fritzbox sogar hätte selber kaufen können. Darüber hinaus hat man am Ende der Vertragslaufzeit dann aber auch die Möglichkeit, wenn man sie denn selber gekauft hat, sie dann auch nochmal selber zu verkaufen, also sprich nochmal Geld einzunehmen. Ich persönlich habe mich aus allen genannten Gründen, die ich jetzt aufgeführt habe, dafür entschieden, mir eine Fritzbox selber zu kaufen. Wenn wir uns gegen den Anbieter entscheiden und uns selber um eine Fritzbox kümmern, gibt es darüber hinaus auch die Möglichkeit, im Internet beispielsweise Anbieter sich rauszusuchen, die die Fritzbox auch auf Leihbasis zur Verfügung stellen. Dann hat man zwar den Nachteil, dass man das Gerät am Ende zwar wieder nicht besitzt und wenn die Vertragslaufzeit vorbei ist, auch wieder zurückschicken muss, aber die Konditionen sind deutlich günstiger, als wenn ich das gleiche Modell beim Internetanbieter leihe. Also im Grunde drei Varianten. Leihen beim beispielsweise bei 1 und 1, leihen bei irgendeinem anderen Anbieter zu im Regelfall günstigen Konditionen oder Variante 3 selber kaufen. Das muss jeder für sich selber entscheiden und ein paar Gedankenstützen hierzu habe ich euch ja gegeben. Ebenfalls zu beachten ist die Wahl der Anschlusstechnologie. Konkret meine ich, über welchen Zugang möchte ich ins Internet? Im Wesentlichen gibt es hier 4 Optionen. Ich benutze den ganz normalen konventionellen DSL-Anschluss. Oder ich habe einen Kabelanschluss im Haus. Oder ich habe gar Glasfaser im Haus. Oder ich kann keine von diesen drei Varianten nutzen oder möchte es einfach nicht und möchte beispielsweise auch mobil unterwegs sein. Dann gibt es auch Möglichkeiten, über Mobilfunk ins Internet zu kommen. Für jede dieser 4 verschiedenen Technologien gibt es auch unterschiedliche Fritzboxen, die normalerweise nicht miteinander kompatibel sind. Also wenn ich mich für ein DSL-Modem entscheide, bin ich auch automatisch auf den DSL-Anschluss fixiert. Das Ganze gilt umgekehrt auch für Glasfaserkabel und eben auch Mobilfunk. Im Regelfall ist es so, und die Mehrheit der Kunden in Deutschland eben, wie gesagt, hat einen normalen DSL-Anschluss. Auch da kann man wieder unterscheiden, was genau sich eigentlich hinter DSL verbirgt. Denn DSL ist eigentlich nur so ein Marketing-Oberbegriff. Darunter verstecken sich noch ein paar andere Begrifflichkeiten, nämlich ADSL, ADSL 2 Plus, VDSL und neuerdings auch VDSL in Verbindung mit Vectoring oder gar Super Vectoring. Das sind jetzt technische Details, in denen ich mich jetzt nicht weiter verlieren möchte. Ich möchte nur darauf hinweisen, DSL ist nicht DSL und für Kabelanschlüsse gilt im Grunde das Gleiche. Auch da gibt es verschiedene Standards. DOCSIS 2.0, DOCSIS 3.0, jetzt aktuell DOCSIS 3.1. Und auch danach muss man aufpassen, welcher Anschlusstyp bei sich im Hause oder in der Wohnung verfügbar ist. Danach muss man das passende Modem oder die passende Fritzbox auswählen. Im Regelfall machen es einem die Anbieter auch relativ leicht, indem sie eben anzeigen über eine Verfügbarkeitssuche, was liegt jetzt aktuell bei mir an. Und im Regelfall ist es auch so, wenn jetzt festgestellt wird, auf der sogenannten letzten Meile beispielsweise, ist der Anschluss gar nicht verfügbar oder die Geschwindigkeiten, die man gebucht hat, sind nicht erreichbar, eben weil es jetzt beispielsweise kein VDSL gibt, ich aber gerne VDSL bestellen möchte, dann kriegt man einen Hinweis drauf, der Bestellvorgang wird rückabgewickelt und man kann im Zweifelsfall das Paket kleiner nehmen. Alternativ natürlich auch, wer jetzt feststellt, die DSL-Geschwindigkeit beispielsweise bei mir im Anschlussbereich ist zu gering, im Kabelnetz würde ich viel höhere Geschwindigkeiten kriegen, der kann sich dann eben für einen Kabelanschluss entscheiden. Ein Hinweis in dieser Sache vielleicht noch, der für mich sehr interessant war oder kaufentscheidend, wenn man so möchte. Im Kabelnetz ist es im Regelfall so, dass die Erreichbarkeit von IPv4-Adressen eingeschränkt ist. Ich möchte das Stichwort Dual Stack Lite jetzt mal kurz in die Runde werfen. Was bedeutet, ich habe eine IPv4 und eine IPv6-Adresse, aber nur die IPv4-Adresse ist öffentlich erreichbar. Wer jetzt beispielsweise daheim einen Server oder NAS oder einen Raspberry Pi oder irgendwelche Dienste und Geräte von außen erreichbar machen möchte, beispielsweise für so ein Home Cloud-Thema, der hat dann halt an Kabelanschlüssen
oftmals das Problem, dass die eben von außen nicht erreichbar sind. Es gibt ein paar Workarounds, die ja teilweise funktionieren, teilweise etwas sperrig sind. Ich persönlich würde tendenziell eher davon abraten, zu Kabel zu wechseln oder zu Kabel zu gehen, wenn man dergleichen vorhat. Auf der sicheren Seite ist man im Normalfall bei herkömmlichen DSL-Anschlüssen, da bekommt man im Normalfall auch eine öffentlich erreichbare IPv4-Adresse. Wenn dann schlussendlich geklärt ist, ob man ein Gerät vom Internetanbieter leihen möchte oder eben selber kaufen möchte, beziehungsweise für welche Anschlusstechnologie man sich entschieden hat, wenn diese ganzen Themen vom Tisch sind, kommen wir jetzt wirklich nun dazu, zu entscheiden, welches Gerät darf es denn am Ende sein. Da ich an meinem Anschluss nur DSL zur Verfügung habe, beziehungsweise momentan nutze ich nur DSL, habe ich hier in dieser Auswahl auch nur reine DSL-Geräte. Ich gehe davon aus, für die Mehrheit der ja, Zuschauer oder generell der Internetkunden ist das auch der bevorzugte Zugang eben über DSL und deswegen beschränken wir uns jetzt hier ausschließlich auf DSL-Geräte. Das jetzt hier vorliegende, ja, oder der hier vorliegende 1&1 WLAN-Router bzw. das 1&1 DSL-Modem ist die kleinste Variante eigentlich, die man im Grunde aus dem Portfolio von AVM bezüglich Fritzboxen bekommen kann. Technisch, das sieht man oftmals im Kleingedruckten, handelt es sich hierbei um die Fritzbox 7412. Und ja, im Grunde ist es ein Kombigerät, wie es der Name jetzt schon sagt, DSL-Modem und WLAN-Router. Es ist so, bei Vertragsabschluss entscheidet man sich entweder für das kostenlose DSL-Modem oder gegen eine Leihgebühr von, ich denke, 2,99 waren das, dann bekommt man den WLAN-Router. Es handelt sich hierbei aber um das gleiche Gerät. Also man bekommt wirklich die gleiche Kiste zugeschickt, die kann im Grunde auch das gleiche. Nur hier sind wir jetzt wieder bei dem Thema Firmware. Über die Firmware wird gesteuert, ob ich WLAN nutzen kann oder nicht. Wenn in meinem Paket die WLAN-Option drin ist, wird es einfach diese Funktionalität freigeschaltet. Ist sie das nicht, kann ich einfach nur die Modem-Funktionalität nutzen. So, dann schauen wir jetzt noch fix, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem, ja, Kombigerät. Wir bekommen im Regelfall eine Schnellstartanleitung mit drin. Das sind die wichtigsten Schritte drin, die wir dazu oder die wir zur Inbetriebnahme des Gerätes brauchen. Die sollen uns jetzt aber erstmal nicht weiter interessieren, sondern wir schauen, was ja, ist hier eigentlich alles drin, was kann diese Fritzbox eigentlich alles. Wir sehen hier in der Beschreibung, ja, was alles sich dahinter verbirgt. Highlights auf einen Blick. Könnt ihr euch in Ruhe mal durchlesen. Möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Man sieht es allerdings jetzt schon. An den Sternchen, die jetzt hier drauf sind, wird schon darauf hingedeutet, dass der Funktionsumfang, wenn es sich nur um das DSL-Modem handelt, entsprechend eingeschränkt ist. Auf der Rückseite haben wir noch ein paar Funktionen. Auch hier haben wir wieder die Unterscheidung Funktionen des 1&1 DSL-Modems oder die erweiterte Variante des WLAN-Routers. Auf der linken Seite sehen wir jetzt hier noch ein Schema über die Anschlüsse, aber das gucken wir uns tatsächlich dann jetzt mal direkt am Gerät an. Packen wir es mal aus. So, eingangs kommt natürlich immer die übliche oder der übliche Papierkram, eine kleine Serviceinformation, die wichtigsten Schritte, wie die Fritzbox aufgerufen wird, eine kurze Erklärung der Oberfläche und ja. Dinge, die man mehr oder weniger braucht. Hier unten kann man dann noch eintragen, welche Zugangsdaten fürs WLAN dann irgendwann mal vergeben werden, sofern man nicht die Standardeinstellungen nutzt. Ja, das ist auch nicht weit interessant. Gut, kommen wir jetzt zum Gerät. Auf der Vorderseite finden wir vier LEDs, die Info, die Phone, ah ne, es sind sogar fünf. Die Info, die Phone, die WLAN, die DECT und die Power-DSL-Funktionalität. Was die jetzt genau bedeuten, schauen wir uns dann später mal an, wenn wir das Gerät in Betrieb nehmen. Hier gibt es keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Fritzboxen, auch denen nicht, die vom Funktionsumfang und auch vom Preis her deutlich, ja, nach oben angesiedelt sind. Auf der Rückseite sehen wir natürlich hier die meisten Einschränkungen eigentlich schon. Wir haben einen Anschluss für DSL, okay, soweit klar. Wir haben nur einen Anschluss für LAN, der ist auch nur 100 Megabit fähig, nicht Gigabit fähig. Wir haben einen Anschluss für ein Telefon.
Auch wenn hier oben noch mal ein zweiter ist, die gehören zusammen. Also ich kann entweder hier über diesen normalen TAE-Stecker das Telefon anschließen oder über diesen RJ 45 oder 11, ich glaube RJ 11 Anschluss. Also ich kann es, also physisch gehen zwar theoretisch zwei Telefone, faktisch wird dieser Anschluss zusammengeschaltet und es kann immer nur ein Telefon gleichzeitig genutzt werden. Hier haben wir noch den Anschluss für den Strom. Okay, soweit so unspektakulär. Hier oben sind noch zwei Taster. Einmal für deckt, also die Möglichkeit quasi mit Mobiltelefon, also nicht mit Mobiltelefon im klassischen Sinne wie Handys, sondern dass man quasi ja, ein Festnetztelefon auf Funkstandard quasi betreiben kann. Dieser Standard nennt sich halt deckt. Und hier unten noch den Taster für WPS, um ja, Geräte leichter ins LAN integrieren zu können. Das schauen wir uns alles später mal an. Was uns jetzt hier schon auffällt: Die Möglichkeiten der Anschlüsse sind deutlich limitierter. Wir haben nur einen Anschluss für LAN. Bei vielen größeren Geräten kriegt man zwei oder gar vier Anschlüsse. USB-Anschluss existiert hier beispielsweise gar nicht. Auch Phone existiert. Es sind zwar zwei physische Anschlüsse, aber wie gesagt, es lässt sich nur ein Telefon anschließen. Wer jetzt neben normalen Telefonen auch noch ein Fax oder dergleichen betreiben möchte, stößt auch hier schon wieder an die Grenzen. Außerdem gibt es keinen separaten Taster für WLAN, um dieses an- und auszuschalten. Auch das haben die größeren Modelle schon ab Werk dabei. So, im Lieferumfang befindet sich darüber hinaus noch ganz klar das Netzteil, das Anschlusskabel für, ja, zum Anschluss an diese TAE-Dose, also an die Telefondose. Und hier das andere Ende für die Fritzbox. Und ein LAN-Kabel. Wie gesagt, die Kabel könnten zwar theoretisch vermutlich mehr hergeben, aber die Schnittstelle des Netzwerkinterfaces lässt nur 100 Megabit zu. Da man aber eh kein zweites Gerät anschließen kann, ist es ja ohnehin nur die Verbindung ins Internet, die hier relevant ist. Man kann ja keinen zweiten PC oder irgendwas verbinden. So, dann haben wir hier noch so eine kleine Broschüre. Nachtrag zur Kurzanleitung. Okay, gut. Ja. Soweit zu dem Einstiegsgerät. Eine kleine Information vielleicht noch für alle, die Fritzbox nur als Modem gekauft und bekommen haben. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, es verbirgt sich technisch dahinter das gleiche Gerät wie auch der WLAN-Router. Wenn ihr das Firmware-Update durchführt über die Fritzbox-Oberfläche, auch das schauen wir uns später nochmal in Ruhe an, wird im Übrigen diese Funktionalität einfach nachgerüstet, in Anführungsstrichen. Also sprich, ihr macht einfach ein Firmware-Update, spielt die neueste FritzOS-Version ein und ihr habt automatisch diese WLAN-Funktionalität gratis dazu bekommen. Es wird euch auch kein zusätzliches Entgelt oder irgendwo berechnet, weil 1 und 1 weiß ja gar nicht, dass ihr das WLAN nutzt oder diese Funktionalität nutzen könnt. Und selbst wenn, bestellt habt ihr die jetzt nicht, das war da halt dann nur ein Versehen. Kommen wir nun zur Mittelklasse und damit exemplarisch zur Fritzbox 7530 und zum 1 und 1 Home Server VDSL, wie er hier heißt. Technisch verbirgt sich dahinter die Fritzbox 7362 SL. Die Geräte sind sehr vergleichbar. Da ich dieses Gerät allerdings an meinem Hauptwohnsitz noch im Betrieb habe, stelle ich euch lieber diese hier vor, weil die kann ich euch komplett zeigen. Wie gesagt, sind grundsätzlich vergleichbar, deswegen ja, gehen wir zu dieser, auch wenn diese die aktuellere ist. So, schauen wir hier mal rein. Als erstes kommt ein Briefchen mit den wichtigen Unterlagen zum Vertrag. Okay, gut, brauchen wir jetzt nicht weiter. Der übliche Briefkram. Wichtig ist eher diese Broschüre jetzt hier. Das ist zwar wieder so ein Faltblättchen mit grundsätzlichen Informationen, wie die Oberfläche auszusehen hat oder ja, ausgestaltet ist und wie man sie dann benutzen kann, wie man die Oberfläche erreicht und dergleichen. Interessanter ist aber dann eher der Teil, den ich ja vorhin abgeklebt habe, denn dort stehen die grundsätzlichen Zugangsdaten schon drauf, mit denen man mit der Vorkonfiguration ins WLAN kommt. Kann man natürlich im Nachgang ändern. Und neben diesem Zettel sind die auf der Rückseite der Geräte aufgedruckt. Das möchte ich jetzt aber nicht nochmal explizit alles zeigen, sonst müsste ich zu viel verpixeln.
Okay, gut, was haben wir hier? Wir haben erstmal die Fritzbox als solche. Tun wir erstmal kurz auf die Seite. Und ja, wir haben jetzt hier wieder ein LAN-Kabel. Das ist übrigens das Originale von damals. Seinerzeit wurde das schicke Gelb verwendet. Passt auch wunderbar zu den Anschlüssen, die hinten verwendet wurden. Darüber hinaus, was haben wir noch? Ganz klar ein weiter notwendiges Kabel, nämlich der DSL-Anschluss. Kennen wir hier wieder, TAE-Dose für diese Seite und diese hier für die Fritzbox. Und hier drüben haben wir ebenfalls ein Netzteil. Vom Umfang her, was jetzt in den Beigaben dabei ist, ist erstmal kein allzu großer Unterschied erkennbar. Es sind im Grunde die gleichen Kabel und ein bisschen Begleitkram. Der Unterschied ist ja allerdings viel mehr in der Fritzbox selbst begründet. Denn schauen wir uns die mal genauer an. Also erstens mal sieht sie ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt hier wieder die einzelnen Beleuchtungsteile. Ich drehe mal so, dass es möglichst nicht so viel blendet. Power DSL, Phone, Deckt, WLAN Info. Soweit so gut, wieder fünf Lämpchen. Und wir sehen ebenfalls zwei Taster. Deckt und aha, WLAN ist dazugekommen. Dafür gibt es hier keinen WPS-Taster. Der wird, soweit ich weiß, von einem von den beiden mitbenutzt. Der interessantere Teil ist allerdings jetzt, wenn wir uns die Seite anschauen, denn diese Fritzbox besitzt hier auf der Seite einen USB-Anschluss und auf der Rückseite einen USB-Anschluss. Dazu hat die Fritzbox statt eines LAN-Anschlusses sogar vier. Und die sind alle vier auch Gigabit-LAN-fähig. Das heißt, zehnfache Geschwindigkeit und das Ganze auch ja, mal vier. Hier drüben haben wir wieder ganz normal den Power-Anschluss fürs Netzteil, den DSL-Anschluss für ja, das Kabel, was in der TAE-Dose, also in der Telefondose steckt, und einen Phone 1-Anschluss. Ein zweites Telefon geht hier übrigens auch nicht. Wir haben zwar hier auf der Seite, im Grunde vergleichbar mit dem vorherigen DSL-Modem, zwei verschiedene Anschlüsse, einmal als ja, TAE-Stecker bzw. eben als RJ11-Stecker, aber beide werden wieder zusammengeschaltet, am Ende geht ein Telefon. Grundsätzlich sehen wir aber schon, dass dieses Gerät vom Umfang her ein bisschen ja, leistungsfähiger ist, eben weil USB mit dazugekommen ist, eben weil WLAN-Taster die Möglichkeit geben, WLAN an- und auszuschalten, ohne dass man über die Software gehen muss, also über diese Benutzersteuerungssoftware. Und ja, hier vier LAN-Anschlüsse statt nur einem einzigen. Die Fritzbox 7530, die da drüben jetzt noch liegt, ist im Grunde vom Umfang her ähnlich, hat allerdings nur einen USB-Port. Und damit sind wir in der Champions League angekommen, was die Fritzboxen betrifft, nämlich die Fritzbox 7590. Sie ist das aktuelle Flaggschiff von AVM in Bezug auf DSL-Anschlüsse und mehr geht, wie gesagt, aktuell nicht. Man sieht es schon an der Aufmachung, High-End-WLAN bis 2533 MHz, sprich auch diese Box ist WLAN-AC fähig, heißt, ich kann das 2,4 und das 5 GHz Netz parallel benutzen. Gilt im Grunde auch für die 7530. Auch die kann auch beide Netze parallel, allerdings mit verringertem Datendurchsatz. Erreicht werden kann hier der höhere Durchsatz durch dieses Multistreaming, also hier dieses Multi-User-MIMO. Und ja, es gibt noch eine ganze Reihe von Vorteilen, aber die schauen wir uns dann jetzt nochmal genauer an. Gucken wir zuerst erstmal nochmal auf den Karton. Ist, glaube ich, nicht so weiter interessant. Hier, das kann man sich dann vielleicht dann später nochmal in Ruhe angucken. Wer mag, kann jetzt hier mal kurz Pause drücken. Ansonsten gehe ich dann erstmal weiter. Auf dieser Seite ist jetzt eigentlich weniger interessant. Es sei denn, man ist Techniker. Gut, schauen wir jetzt in die Karton mal rein. Und wir stellen fest, zuerst wieder der übliche Papierkram. Auch hier haben wir wieder ein kleines Heftchen, was einem die Fritzbox und seine Oberfläche ein bisschen näher bringen soll. Hier mit einem Eintragebereich für eigene WLAN-Einstellungen. Auf der Vorderseite sind die Daten, die ab Werk schon eingerichtet sind, aufgedruckt.
Die habe ich jetzt wieder erstmal unkenntlich gemacht. Darüber hinaus sind weitere Informationen mit dabei, also eine Broschüre, was es noch so alles im Heimnetz gibt. Kann man sich aber bitte auch mal durchlesen. Dazu eine Schnellstartanleitung, wie man quasi die Fritzbox anschließt, ein paar Sicherheitshinweise, bla bla. Kennt man ja alles, das Übliche. No, Schnurlustelefone, überdeckt, jawohl. Alles dabei, machen wir sowieso später nochmal separat, auch ohne, dass wir in die Anleitung schauen müssen. Noch eine kleine Erklärung, okay. Gut, soll uns erstmal nicht weiter interessieren. Schauen wir uns die Fritzbox selber erstmal an und holen sie raus. Und was uns hier auffällt, gilt auch übrigens für die 7530, sie ist jetzt neuerdings in weiß. Die von 1&1 gebrandeten Fritzboxen sind in der Regelfall schwarz. Das gilt für die alten und für die neuen. Alle, die von AVM direkt kommen, waren früher rot oder überwiegend rot. Also die Schale war überwiegend rot. Und jetzt hat es gewechselt zu weiß. Ist, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen kompatibler mit der sonstigen Einrichtung im Wohnzimmer. Auch hier in dem linken Bereich jetzt sehen wir wieder die üblichen Tasten bzw. ja, Statusleuchten für Power DSL, für WLAN, Phone und DECT. Ist hier diesmal zusammengefasst. Es gibt einen Taster für Connect und WPS, also das, was früher getrennt war, ist jetzt hier auf einer Taste drauf. Und eine Info-LED. WLAN, Phone DECT und Connect WPS sind auch wirklich echte Taster. An der Seite finden wir hier Phone 1. Das macht uns schon mal stutzig, weil dann gibt es bestimmt noch ein Phone 2. Nämlich, klar, nämlich auf der Rückseite. Hier haben wir Phone 1 und Phone 2. Also diese Fritzbox unterstützt tatsächlich zwei analoge Telefone gleichzeitig. Das Telefon 1 kann ich entweder hier oder da anschließen und Phone 2 kommt an diesen Anschluss dran. Hier gibt es noch einen S0-Bus. Der wird dafür verwendet, wer beispielsweise noch ja, eine ISDN-Anlage noch im Nachgang betreiben möchte, also nachgeschaltet nach der Fritzbox, kann diese hier anschließen. Wir sehen auch hier wieder vier LAN-Ports, LAN 1 bis 4. Alle vier Anschlüsse sind ebenfalls Gigabit-LAN-fähig. Außerdem sehen wir hier rechts USB, ja, und zwar auch in blau, also sprich USB in der Spezifikation 3.0. Hier der Poweranschluss, soweit so gut, nichts Besonderes. Diese Fritzbox hat darüber hinaus auch einen Warnanschluss. Dieser kann dazu genutzt werden, dass man beispielsweise ja, ein vorgeschaltetes Modem nutzen kann und danach die Fritzbox betreiben kann. Also sprich, wer beispielsweise einen Glasfaseranschluss hat und aber trotzdem diese Fritzbox nutzen möchte, kann den Ausgang sozusagen vom Glasfasermodem hier dran anschließen und diese Fritzbox benutzt dann quasi den Zugang über diesen Anschluss. Also das interne Modem für DSL wird in dem Fall dann nicht verwendet werden. Auf der Seite hier sehen wir noch einen USB-Anschluss, also sprich die Fritzbox 7590 hat zweimal USB. So, soweit erstmal zur Fritzbox. Auch das Zubehör ist hier etwas umfangreicher. Neben dem normalen DSL-Kabel, was ich jetzt hier nicht in der Kiste drin habe, weil ich es bei mir hier am Anschluss betreibe, gibt es nochmal ein separates Kabel, was dazu verwendet werden kann, um ja, hier diese ISDN- bzw. Analog-Telefonie-Anlage zu benutzen. Braucht man im Regelfall aber nicht. Danach haben wir noch üblicherweise das LAN-Kabel mit dabei. Okay, soweit so gut. Was jetzt die Besonderheit ist, es gibt zwei Adapter. Nämlich hier Stecker von dieser TAE-Dose, jeweils auf RJ45 bzw. RJ11. Damit hat man die Möglichkeit, entsprechend ja, umzukonfigurieren, falls das jeweilige Telefon nicht passt. Also wer jetzt beispielsweise feststellt, ich habe zwei Telefone von diesem Anschluss, die Fritzbox hier hat allerdings nur einen von denen, der kann jetzt quasi den Adapter benutzen, und beispielsweise Phone 2 hier anschließen und steckt hier sein normales Telefon rein über diesen TAE-Stecker. Okay, soweit so gut.
Das soll es zur Fritzbox 7590 gewesen sein. Hier noch ein kurzer Hinweis zur Auswahl der hier gezeigten Produkte von AVM. Die gezeigten Fritzboxen sind bei weitem nicht ja, der komplette Auszug oder ja, das komplette Listing der Produktserie von AVM. Also da gibt es deutlich mehr. Ich habe euch jetzt hier lediglich diejenigen Modelle gezeigt, die ich zum einen kenne, weil ich sie eben dann auch besitze und zum anderen, mit denen ich auch eigene Erfahrungen gemacht habe. Also die Fritzbox 7530, hier oben links, beziehungsweise hier unten rechts die 7590, sind aktuell an meinen beiden Wohnsitzen derzeit im Betrieb. Und das 1&1 DSL Modem bzw. der WLAN-Router gehört eigentlich zum Lieferumfang von meinem Internetanschluss. Ich habe stattdessen aber halt, wie gesagt, die 7590 benutzt. Ähnlich verhält es sich hier mit dem Home-Server VDSL. Der ist ein Ersatzgerät, den ich infolge ja, eines Garantiefalls als Ersatzgerät geschickt bekommen habe. Ich habe mir allerdings zwischenzeitlich die 7530 neu gekauft und diese hier werde ich demnächst dann auch verkaufen können. Was die Aktualität betrifft, so muss ich sagen, 7590 und 7530 sind top aktuelle Modelle. Also da kann man jetzt bedenkenlos zugreifen. Die zwei hier genannten von 1&1 kann sein, dass es da inzwischen jeweils was Neueres gibt. Deshalb bitte darauf achten, wenn ihr euch jetzt tatsächlich jetzt an dem Punkt oder wenn ihr jetzt an dem Punkt angekommen seid und euch eine eigene Fritzbox kaufen, leihen oder mieten wollt, achtet bitte darauf, dass die jeweils aktuell sind. Insbesondere dann, wenn ihr euch selber darum kümmert. Wenn ihr die jetzt ohnehin von 1&1 oder von der Telekom oder von Vodafone oder wem auch immer bezieht, habt ihr ja ohnehin nicht die Auswahl, ob ich ein aktuelles oder ein neueres oder ein älteres oder wie auch immer Gerät bekomme, sondern da hat man eine Auswahl zwischen, ich sag mal, drei Kategorien, ein Einstiegsgerät, ein Mittelklassegerät und ein High-End-Gerät und je nachdem ist dann die Leihgebühr bemessen. Das soll es erstmal soweit zu diesem Video gewesen sein. Wenn Fragen sind, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ansonsten geht es mit dem nächsten Teil weiter, wo wir die Fritzbox anschließen und eine grundlegende Ersteinrichtung vornehmen. Dieses Video wird in Kürze folgen. Bis dahin würde ich sagen, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!